Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal FIFA Unlimited. Heute mache ich eine Team of the Year Prediction. Und nämlich das Team of the Year kommt bald raus. Das dauert nicht mehr so lange. Und das Team of the Year wird von der FIFA gewählt. Und da sind die besten 11 Spieler des Jahres 2015 drin erhalten. Und ja, das war es auch dann zum Team of the Year. Und ich würde sagen, dann fangen wir jetzt auch gleich mal an. So, im Tor haben wir Manuel Neuer, den predikte ich ins Tor des Team of the Years. Da hätte vielleicht noch Buffon eine Chance, aber ich habe mich für Neuer entschieden, weil er sehr, sehr gut ist. Und ich habe ihm eine Wertung von einer 96 gegeben. Er könnte aber auch eine Wertung von 97 bekommen. Ich habe ihm 97 Defending, 96 Reflexe, 92 Handling, 95 Kicking und 97 Positioning und 64 Speed gegeben. Und wie gesagt, Neuer habe ich im Tor und ist für mich der beste Torhüter auf der Welt. Und ich würde sagen, dann kommen wir zu den Innenverteidigern. So, in die Innenverteidigung predikte ich einmal Jerome Boateng und Gerard Piqué. Boateng, der bei Bayern spielt, gebe ich eine 94er Wertung, denn er hat eine Bomben-Saison gespielt. Also ich glaube, das ist der beste Abwehrspieler im Moment. Und er hat 86 Pace, 64 Schuss, 77 Passen, 76 Dribbling, 94 Defensive und 92 Physis. Und neben ihm in der Innenverteidigung habe ich Gerard Piqué gemacht mit einer 91. Aber ich denke, er bekommt sicher eine höhere Gesamtbewertung. Ich denke mir, dass er eine 92er bekommt. Aber ich habe ihm nur einen 91er gegeben. Und zwar mit folgenden Werten: 69 Pace, 59 Shooting, 75 Passen, 76 Dribbling, 94 Defensive und 86 Physis. Und die zwei sind, wie gesagt, meiner Meinung nach die besten Abwehrspieler im Jahr 2015 gewesen. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir zu den Außenverteidigern. So, meine Außenverteidiger sind Alaba von Bayern München und Daniel Alves von Barcelona. Und Alaba, dem gebe ich eine 92er Gesamtbewertung mit 91 Pace, 80 Schuss, 85 Passen, 86 Dribbling, 89 Defensive und 81 Physis. Und diese Werten wären sehr krank. Es wären ja auch alle Werte über 80 und das wäre echt krank. Und Alaba ist auch in Real Life mein Lieblingsspieler. Und das wäre dann echt cool, wenn er reinkommen würde. Und auf der Rechtsverteidigerposition habe ich Dani Alves von Barcelona predicted. Mit einer Gesamtbewertung von 91. Er könnte aber auch eine 92er bekommen. Mit 94 Pace, 79 Shooting, 85 Passen, 90 Dribbling, 88 Defensive und 79 Physis. Und diese Werte wären auch fast alle über 80, außer das Shooting und die Physis. Aber es wäre auch eine sehr coole und interessante Karte. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir zu den Mittelfeldspielern. So, jetzt kommen wir zu den zentralen Mittelfeldspielern und hier war die Auswahl sehr schwer. Da habe ich mich echt schwer getan, wen ich rein predikte könnte, weil fast jeder reinkommen könnte. Aber ich habe mich letztlich für Andres Iniesta von Barcelona und Paul Pogba von Juventus Turin entschieden. Andres Iniesta gebe ich eine 95er Wertung. Mit 84 Pace, 85 Shooting, 97 Pass, 98 Dribbling, 69 Defensive, 74 Physis. Und der wäre
ist für mich eigentlich auch sicher drin, denn er hat eine überragende Saison mit Barcelona gespielt und ja, deswegen habe ich ihn auch reingemacht. Und dann haben wir noch Paul Pogba mit einer Gesamtbewertung von 92 und die Werte wären einfach nur krank. Ich habe ihm 83 Pace, 88 Shooting, 91 Passen, 92 Dribbling, 81 Defensive und 94 Physis gegeben, also alle Werte über 80 und das wäre ein kranker Spieler. Und ja, wenn der reinkommen würde, wäre es echt krank. Und ich würde jetzt sagen, wir kommen zu den Außenspielern. Bis gleich. So, jetzt kommen wir zu dem linken und rechten Mittelfeldspieler. Das sind zwei von Barcelona. Der eine ist Neymar und der andere ist Lionel Messi. Neymar gebe ich eine 97er Bewertung. Er hat 98 Pace, 96 Shooting, 91 Passen, 99 Dribbling, 42 Defensive und 71 Physis. Dazu hätte er noch 5 Sterne Skills und 5 Sterne Weakfoot. Und das wäre eine richtig kranke Karte. Und der wird bestimmt auch sehr, sehr viel kosten. Im rechten Mittelfeld haben wir dann Lionel Messi, der meiner Meinung nach Weltfußballer wird. Deswegen habe ich ihm auch eine 99er Bewertung gegeben. Mit 99 Pace, 98 Schuss, 96 Passen, 99 Dribbling, 30 Defensive und 70 Physis. Und da, diese Werte sehen einfach nur Hammer aus. Und ob ich den mir leisten kann, das ist wieder die andere Frage. Aber es ist jetzt egal. Auf jeden Fall sind das die linken und rechten Mittelfeldspieler. Und jetzt kommen wir zum Angriff. So, jetzt kommen wir zu den letzten zwei Spielern, den Stürmern. Und da haben wir einmal Cristiano Ronaldo und den Beißer Luis Suarez. Ronaldo habe ich noch als linken Flügelspieler gelassen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er eine Stürmerkarte bekommen könnte. Das wäre natürlich sehr nice. Und ich habe ihm eine Gesamtbewertung von 98 gegeben mit 98 Pace, 99 Shooting, 94 Passen, 98 Dribbling, 45 Defensive und 90 Physis. Und dazu noch 5 Sterne Skills. Das wäre ein absolutes Tier, den man fast nicht stoppen könnte. Daneben haben wir da noch, wie gesagt, den Beißer Luis Suarez. Den habe ich eine 97er Gesamtbewertung gegeben. Mit 91 Pace, 98 Shooting, 88 Passen, 97 Dribbling, 54 Defensive und 92 Physis. Und die Karte sähe natürlich auch sehr gut aus. Und das war es jetzt zu den Stürmen. Wir sehen uns jetzt nochmal am Ende wieder. Bis gleich. So, jetzt sind wir am Ende der Team of the Year Prediction angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könntet ihr ein Like dalassen. Das würde mich riesig freuen. Und ihr könnt ja noch in die Kommentare schreiben, wen ihr ins Team of the Year Predicted würdet. Das würde mich auch mal interessieren. Und wenn ihr die anderen Videos noch nicht angeschaut habt, dann könnt ihr das jetzt auch noch tun. Und wenn euch der Kanal gefällt, könntet ihr ja ein Abo dalassen. Das würde uns riesig freuen, wenn ihr dies machen würdet. Aber das war es jetzt auch von mir. Also haut rein und ciao.